Coach, Glückwunsch, eine Runde weiter. Ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit war das hier heute, richtig? Absolut. Bis zum Schluss sehr, sehr spannend, emotional, dramatisch. Ich glaube, es war ein sehr packendes Spiel. Für die Zuschauer war es sehr unterhaltsam. Am Ende das etwas glücklichere Ende für uns. Zum einen vom Zeitpunkt her. Bayern hatte auch Möglichkeiten. Deswegen sind wir jetzt unheimlich glücklich und stolz, dass wir diese Hürde genommen haben und eine Runde weiter sind. War das heute nicht nur Werbung für den Frauenfußball, sondern auch ein vielleicht der härteste Fight in dieser Saison? Stand jetzt? Ja, definitiv. Ich glaube, das hat man gesehen. Wir haben gut angefangen, dann haben wir so ein bisschen uns das Heft aus der Hand nehmen lassen. Und dann wurde es in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch. Und auf beiden Seiten waren Möglichkeiten, es ging hoch und runter. Deswegen, glaube ich, wurden wir heute bis ans Limit gefordert. Ich finde es aber auch bemerkenswert, dass die Mannschaft auch in so einer Drucksituation dann am Ende einen coolen Kopf bewahrt und dann auch dieses Spiel für sich entscheidet. Das ist eine ganz große Qualität, die hat sich heute wieder ausgezahlt, dass die Mannschaft einfach in dem Moment, wo es drauf ankommt, dann auch da ist. Und dieses entscheidende 2:1 aus meiner Sicht, das war das entscheidende Tor, dann das auch so durchgezogen hat. 3:1 am Ende, ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Titelverteidigung oder Pokal erneut gewinnen und ein großer Schritt Richtung Köln. Es war ein Schritt auf Köln zu, aber mehr auch nicht. Klar, das ist eine sehr, sehr große Hürde gewesen und ich glaube, dass heute die zwei aktuell stärksten Mannschaften aus Deutschland gegeneinander gespielt haben. Und klar, es ist für Bayern jetzt sehr bitter. Wir freuen uns tierisch, dass wir diese große Hürde genommen haben. Es kommen aber noch ein paar Hürden, die wir nehmen müssen, um dann am Ende wieder den Pokal in die Höhe recken zu können. Deswegen genießen wir jetzt den Moment. Wir haben es wieder geschafft, dass wir im Pokal überwintern. Das ist nicht selbstverständlich und vor allem auch nicht, wenn man gegen den FC Bayern heute hier gespielt hat, auswärts. Und das genießen wir und dann greifen wir wieder an in der nächsten Runde. Wir sind gespannt, was für ein Los wir bekommen. Aber auch das müssen wir souverän und seriös angehen, mit der gleichen Intensität wie heute. Und dann steht auch dem nächsten Schritt nichts im Wege. Herzlichen Dank. Lena, Glückwunsch! Glückwunsch zum 3:1-Sieg hier heute. Deine ersten Gedanken zum Spiel. War ein hartes Stück Arbeit, ne? Ja, ich finde, wir sind ganz gut ins Spiel gekommen eigentlich. Wir haben dominiert die erste Halbzeit. Wir sind dann irgendwie ein bisschen so rausgekommen. Zweite Halbzeit fand ich, dass sie ordentlich Druck gemacht haben auf unser Tor. Es hätte auch vielleicht 2:1 für Bayern ausgehen können. Aber ich glaube, da hat sich unsere Qualität gezeigt, die wir in den Reihen haben, dass wir dann halt solche Spiele auch entscheiden können. Knackiger Pokalfight war für die Zuschauer zu Hause bestimmt auch richtig geil anzusehen insgesamt, oder? Das hoffe ich doch. Es ging hin und her. Spannung pur, Pokal-Achtelfinale. Ich denke, es war schon ein vorzeitiges Finale vielleicht heute. Aber ich bin eigentlich nur glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Die beiden wahrscheinlich besten Vereine Deutschlands sind hier heute aufeinander getroffen. War Werbung für den Frauenfußball insgesamt, oder? Ja, definitiv. Das war ein sehr zweikampfbetontes Spiel, viel Tempo in diesem Spiel und ich glaube, das ist der Weg, wo der Frauenfußball hin muss. Nach wie vor ungeschlagen, fühlt sich auch sehr gut an. Ja, total. Jetzt haben wir natürlich gleich wieder das Topspiel Samstag bei uns zu Hause. Da brauchen wir wieder Unterstützung und da wollen wir natürlich wieder gewinnen und dann unsere Tabellenführung ausbauen. Vielen Dank. Glückwunsch zu einem knackigen Fight hier heute und einem verdienten Sieg? Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit das ein oder andere Mal Glück hatten, gerade bei dem Kopfball von Simone Lauder. Wir haben uns wieder in der zweiten Halbzeit gut reingekämpft, haben das Spiel angenommen, hatten eine Phase, wo Bayern uns das Leben echt schwer gemacht hat. Es war so ein typisches Pokalspiel. Bayern hat die Chancen nicht genutzt. Wir haben dann zugeschlagen und hinten raus war das Tor dann leer. Da konnte Eva das dritte Tor einschieben. Es war ein richtig hart umkämpftes Spiel. Am Ende mit dem besseren Ausgang für uns. Ein richtig hart umkämpftes Spiel und ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Köln. Hier sind heute die beiden besten Teams Deutschland aufeinander getroffen, oder? Gerade was die letzten Jahre angeht, ja, Hoffenheim ist noch im Pokalwettbewerb vertreten, die sind dieses Jahr wirklich gut drauf. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das ist jetzt auch nicht einfach nur so gesagt. Deswegen wissen wir, dass wenn wir ins Finale kommen wollen, auch den anderen nächsten Gegner sehr ernst nehmen müssen, obwohl wir jetzt schon einen sehr hohen Favoriten geschlagen haben. Vielen lieben Dank. Bobby, Glückwunsch, 3:1, hartes Stück Arbeit.
Ja, kann man so sagen. Es war, glaube ich, Pokalfight vom Feinsten, könnte man sagen. Wir haben eigentlich die ersten Minuten echt gut angefangen. Haben das Spiel auch dominiert, machen dann auch das 1-0. Und ja, verlieren dann irgendwie den Faden, haben das Spiel so ein bisschen außer Hand gegeben. War eigentlich dann auch kein Wunder, dass, glaube ich, Bayern dann auch das 1-1 macht. Und ja, zweite Halbzeit war es, glaube ich, ein offener Schlagabtausch. Und dann mussten wir Pi noch ziehen lassen quasi. Die hatten ein bisschen Probleme gehabt. Ist natürlich für uns auch eine ganz, ganz wichtige Spielerin. Aber dass wir das dann hinterher mit Kampfgeist und mit Qualität dann so zu Ende gebracht haben, freut mich natürlich sehr. Insgesamt war ein ausgeglichenes Spiel irgendwo. Also es war schon, war es vielleicht die härteste Aufgabe in dieser Saison bislang? Ja, kann man so sagen, glaube ich. Also das Ligaspiel gegen Hoffenheim war jetzt auch nicht so ohne, tatsächlich. Aber vom Grundsatz her war es schon ein hartes Stück Arbeit. Wir kommen halt auch alle aus der Länderspielpause. Manche sind erst am Donnerstag wiedergekommen. Da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, dann richtig zu regenerieren. Trotz alledem, glaube ich, haben wir uns gerade am Ende dann noch, wo Bayern alles reingeworfen hat, überall reingeworfen, was ging, damit wir einfach den Kasten das zweite Mal sauber halten. Und das haben wir geschafft und sind eine Runde weiter und haben, glaube ich, den stärksten Konkurrenten ausgeschaltet. Runde weiter, und das ist damit auch ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Köln. Absolut, ja. Und klar ist auch, dass es jetzt kein geschenkter Titel wird. Das muss man auch so sagen, auch wenn wir den größten Konkurrenten, glaube ich, jetzt rausgeschmissen haben. Man wird zeigen, wer jetzt als nächstes auf uns zukommt. Und trotz alledem müssen wir mal in die 100%-Gänze gehen, damit wir am Ende hoffentlich mit dem Pokal wieder noch rausbekommen. Vielen Dank. Herr Kellermann, das war heute ein hartes Stück Arbeit, um eine Runde weiterzukommen. Sehen Sie das ähnlich? Absolut. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Beginn für uns. Aber speziell auch in der zweiten Halbzeit hatte Bayern Phasen, wo es dann wirklich richtig eng wurde. Und so wie das Spiel gelaufen ist, hatten wir heute das glückliche oder zum richtigen Zeitpunkt das 2-1 gemacht. Und in der einen oder anderen Situation auch das Quäntchen Glück, was man auch braucht, wenn man hier gewinnen möchte. Unterm Strich sage ich einfach, das war heute Werbung für den Frauenfußball. Absolut, unterschreibe ich sofort. Sind da heute die beiden besten Mannschaften Deutschlands aufeinander getroffen? Wir wollen Hoffenheim nicht vergessen. Ne? Die machen das sehr, sehr ordentlich. Aber Fakt ist, dass beide Kader natürlich mit ganz, ganz vielen Nationalspielern gespickt ist und dass das schon die Creme de la Creme in Deutschland ist. Ja. Ein großer Schritt Richtung Köln, ein großer Schritt Richtung Titelverteidigung? Ich halte von dem Wort Titelverteidigung gar nichts. Wir wollen es erneut gewinnen, ja? Nichts verteidigen, sondern erneut gewinnen. Natürlich ist, wenn Bayern raus ist aus dem Wettbewerb, das ist natürlich schon ein klares Zeichen, dass wir wieder als Favorit in die nächsten Spiele gehen. Aber es ist Pokal, ja? Wer weiß, was im März, April ist. Wir freuen uns erstmal, dass wir überwintern, wieder in dem Pokal, seit vielen, vielen Jahren schon. Und ja klar, wir wollen nach Köln, und wenn wir in Köln sind, wollen wir natürlich auch den Pokal gewinnen. Aber es sind noch zwei Spiele bis dahin. Herzlichen Dank.